Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte dir eine Geschichte heute erzählen. Eine Geschichte erzählen zur Ermutigung, um dir auch zu zeigen, wie die Seele, auf welch kreative Art und Weise die Seele, dein Herz oder das Universum, ganz gleich welchen Namen du der Instanz geben möchtest, dir Botschaften schickt. Weil es geht ja hier in unserer Gruppe darum, deinen Seelenplan zu entdecken und auch zu leben. Und dem Ruf deiner Seele letzten Endes im dritten Schritt natürlich auch zu folgen und die Dinge wirklich langfristig nur noch zu tun, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir Kraft und Energie schenken, die dich Zeit und Raum vergessen lassen und damit eben auch letzten Endes. Ja, es dreht sich alles zum Teil natürlich auch immer um das liebe Geld, denn wir leben hier nun mal in einer materialistischen Welt und es ist ja auch gut, dass wir beim Bäcker nicht uns mit dem Bäcker unterhalten müssen und in den Tausch gehen müssen gegen Dinge, die wir haben, die er vielleicht braucht, sondern dass wir uns einfach mit Geld das kaufen können, dann, wann wir es eben wollen. Ja, also so gesehen, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht halt vieles eben nichts. Und das ist ja auch so der nächste Schritt dann eben Seelenplan erkennen, Seelenplan leben und auch sichtbar werden. Und unter dem Motto, was haben andere Menschen davon, dass es dich in deiner Einzigartigkeit gibt? Ich habe ja vor nunmehr 14 Jahren die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet und war ja da viele Jahre auch zweigleisig unterwegs. Das heißt, ich war 50% im öffentlichen Dienst beschäftigt, im Büro und zu 50% oder eigentlich 100% mit meiner Energie in der Mentalpraxis, wo ich anderen Menschen geholfen habe. Und dann natürlich immer, also auch ihren Seelenplan zu entdecken, ihre Kraftquelle selbst, so ist ja auch der Name entstanden. Und dann natürlich, nichtsdestotrotz, manchmal so ein bisschen im Zwiespalt, ich ermutige andere Menschen dabei, ihren Seelenplan zu entdecken, ihre Kraftquelle selbst zum Sprudeln zu bringen und ihrem Herzen zu folgen. Und ich selbst gehe noch Kompromisse ein. Zu Zeiten, wo ich eben auch noch im Büro war, im öffentlichen Dienst, über 30 Jahre. Und das war 2014 oder 2015, bin ich aus dem dreiwöchigen Sommerurlaub zurückgekommen, gehe morgens in den Flur, ins Büro. Kollegin, deren Urlaub hatte da begonnen, das heißt, die Tür war noch verschlossen. Ansonsten habe ich meinen Büroschlüssel nie gebraucht, weil die war eh immer vor mir da. Ich war immer so die Letzte, die da eingetrudelt ist. Hol den Schlüssel, will den in die Bürozimmertür stecken, um aufzuschließen, und der Schlüssel passte nicht. Der Schlüssel ging keinen Millimeter in dieses Schlüsselloch hinein. Keinen Millimeter. Ich habe den Schlüssel in die Hand genommen, habe ihn mir angeschaut, dem Schlüssel war nichts anzusehen, habe natürlich erst geguckt, ob ich einen richtigen Schlüssel überhaupt habe. Schlüssel hat nicht gepasst. Er ging wirklich keinen Millimeter in die Tür hinein. Dann bin ich runter ins Personalbüro. Sinnigerweise fragte die Sekretärin vom Personalchef mich damals, ja, arbeiten Sie überhaupt noch bei uns? Und ich habe dann gesagt, na ja, ich war jetzt in Urlaub, ich war jetzt in Urlaub, es ist keine Kündigung in der Zwischenzeit angekommen, also gehe ich mal davon aus, dass ich noch hier bin. So ein bisschen im Spaß, aber mit einem gewissen Ernst. Und sie hat dann den Hausmeister angerufen und ich bin wieder hoch, habe dann vor der Zimmertür auf ihn gewartet. Natürlich nochmal probiert, den Schlüssel da reinzustecken, aber nichts zu machen. Der Schlüssel hat nicht gepasst. Hausmeister kam dann, hat mir den Schlüssel abgenommen und wollte den da reinstecken, hat dann auch drauf geguckt. Das sind ja so Generalschlüssel, ne? Dass es auch der richtige Schlüssel ist, der da auch gelistet ist. Ist ja immer alles, auch gerade im öffentlichen Dienst, ist ja immer alles gelistet. Gibt ja für alles da Vorschriften und. Ja, es war der richtige Schlüssel und er konnte es nicht fassen. Der Schlüssel passte nicht in dieses Schlüsselloch. Wir standen definitiv an der richtigen Tür.
Er hat den Schlüssel dann noch so an der Seite betrachtet, ob da irgendwas verbogen ist, irgendwelche Kratzer, was drin sind. Es war nichts zu sehen. Mit anderen Worten, mit seinem Generalschlüssel hat er dann die Tür aufgemacht und hat mir dann später einen neuen Schlüssel gebracht. Und das ist ganze dreimal passiert. Das ist dreimal passiert, jeweils, wo ich nach dem Urlaub zurückkam. Das erste Mal nach einem größeren Sommerurlaub, das andere waren kürzere Urlaube, wo mein Schlüssel einfach nicht gepasst hat. Und ich sehe gerade, dass ich Zuschauer habe und sehe auch gerade, dass ich bei einer sehe, wer dabei ist. Hallo, liebe Jackie, schön, dass du dabei bist. Du bist gerade die Einzige, die ich hier namentlich sehe. Es sind mehr Zuschauer dabei, aber du bist gerade die Einzige, die ich sehe. Deshalb, hallo. Ja, und das ist dreimal geschehen. Und ich habe natürlich geschmunzelt, denn ich habe mich gefragt, was möchte das Universum, mein Herz, meine Seele mir damit sagen? Nämlich nichts anderes als das, dass ich doch endlich auf mein Herz lausche, auf meine Seele lausche, auf die Botschaften des Universums lausche und die Dinge endlich nur noch mache, die mir wirklich am Herzen liegen. Und mich aufhöre damit, Dinge zu machen, entweder nur des Geldes wegen oder wo ich mich frage, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und ich habe ja dann noch eine Weile gebraucht, bis ich dann den Mut hatte, wirklich nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst meine Kündigung einzureichen und die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt absolut nur noch die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen und sonst definitiv nichts mehr. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich auch gleichzeitig nicht nur meine größten Ängste überwunden, denn das war ja schon, ich habe zwar mit der Mentalpraxis schon recht gut verdient, aber es war trotzdem mit Existenzängsten verbunden, weil ich dachte, geht das denn gut und funktioniert das dann und was ist wenn und und. Also es war nicht so, dass ich da gesagt habe, wow, das ist es jetzt total vom Herzen her schon, aber Zweifel waren natürlich doch da. Aber ich wusste auch instinktiv genau, da wo meine größte Angst ist, da ist auch das größte Potenzial. Und das ist nicht nur bei mir, das ist auch bei dir so. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich möchte dich damit einfach mal dazu ermutigen und einzuladen, mal zu schauen, mal zu reflektieren, auf welche Art und Weise das Universum, die Seele, dein Herz, ist ja gleich, welchen Namen du dir dieser Instanz gibst, auch schon Botschaften schickt. Hey, schau hierher. Du machst hier Dinge. Du bist hier auf dem Holzweg unterwegs, die entsprechen nicht zu 100% dir selbst, deinem Seelenplan, das, was du dir mal auf einer höheren Ebene vorgenommen hast, was du hier verwirklichen wolltest, im Sinne von Selbstverwirklichung, im Sinne von ich wirke. Und mach dir das mal bewusst, das können ganz, ganz unterschiedliche Botschaften sein. Ich habe da eine Menge an Botschaften in der Richtung immer und immer wieder bekommen. Das hier ist mir jetzt gerade so präsent und ich werde sicherlich die ein oder andere Botschaft in der Richtung hier auch noch teilen, um dich damit einfach zu ermutigen. Aber lassen wir es jetzt mal bei diesem einen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Schlüsselerlebnis. Die Jackie schreibt, dieses Thema kenne ich nur zu gut. Ja, liebe Jackie, lausch auf dein Herz, hab den Mut dazu, die Dinge zu machen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und ich kann dir eins versichern, dass ich bin da keine Ausnahme. Das ist bei allen anderen, die ich bislang in der Richtung begleiten durfte, die ich jetzt begleite oder auch die ich ansonsten rundum sehe, die angefangen haben, wirklich ihrem Herzen zu lauschen. Das Universum kommt sowas von in Bewegung und öffnet dir Türe und Tore, die zwar jetzt schon da sind, die du aber nicht siehst, das kannst du mit dem Kopf nicht kreieren. Das Universum zeigt dir den Weg. Du darfst dich einfach nur auf diesen Weg einlassen, deine Einzigartigkeit entdecken, deine Kraftquelle selbst zum Sprudeln zu bringen, mit anderen Worten deinem Seelenplan zu folgen, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und dann ist alles absolut für dich möglich. Dann hat auch deine Seele keinen Grund mehr, dir irgendwelche anderen Botschaften zu schicken, sei es in Form von Disharmonien oder auf welche Art und Weise auch immer. Weil die Seele schickt uns ständig Botschaften, nur wir erkennen sie nicht. Und dann überlegt sie sich manchmal eben auch,
Und das ist dann so die rot-gelbe Karte manchmal auch schon, wie sie über den Körper einfach Disharmonien schickt. Ja? Okay, also diese Ermutigung möchte ich hier jetzt einfach mit dir teilen. Jackie, ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Zum Glück kam er wieder zum Vorschein. Halleluja! Ja, lausch mal. Vielleicht steckt ja da auch eine kleine Botschaft dahinter. Wenn du den Schlüsselbund verloren hast, ist natürlich schön, wenn wir den wieder finden, wenn er wieder kommt. Aber lausch mal, vielleicht gibt es ja da doch noch eine Botschaft, die sich für dich dahinter verbirgt. Und es geht dann auch nicht darum, jetzt sofort Entscheidungen zu treffen und sofort einen Cut zu machen, sondern das darf auf eine sanfte, leichte, einfache Art und Weise auch gehen, dass man sich dann mal so nebenbei auf den Weg zu seinem Herzen begibt und mehr von den Dingen macht, die einem wirklich am Herzen liegen. Und dann ist irgendwann der Punkt da, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich da durch und jetzt mache ich wirklich nur noch die Dinge, die meinem Herzen, meinem Seelenplan entsprechen. Und mach dir bitte bewusst, auch du bist einzigartig, du bist ein Geschenk für die Welt und das Leben ist viel zu schade, um es an dir vorbeiziehen zu lassen. Also, entdecke weiter deinen Seelenplan, lebe ihn und wenn es irgendwo hapert und du nicht weiterkommst, nimm gerne auch Kontakt zu mir auf, dass wir da gemeinsam mal noch hinschauen und ich dir da zusätzlich außerhalb hier von der Gruppe gerne auch noch ein paar Impulse schenke. Okay, also alles, alles Liebe, hab nur einen wunderbaren Tag und teile gerne auch weiter deine eigenen Erlebnisse hier zur Ermutigung auch von anderen, auf welche Art und Weise dein Herz, deine Seele dir einfach auch schon Botschaften geschickt hat. Okay, alles Liebe, bis dahin, tschüss.